Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, heute ist meine Glossy Box gekommen und die möchte ich wieder mit euch zusammen öffnen. Na, ein bisschen habe ich schon gesehen, was da drin sein könnte. Mal schauen, sind ja immer ein bisschen verschiedene Sachen drin. Mal schauen. So, ich glaube jetzt habe ich es hier auf. Oh, schön. Na, das ist diesen Monat der Karton. Haben wir halt wieder ein paar Flyer da drin. Ne? Ein Rabatt, 10 Euro für Purelei. Schmuck, ne? Vielleicht zwei. Und was ist das? Ah, für Tiere, individuelles Tier-Trockenfutter. Gutschein und I Know Premium. Ja. So sieht die Box von hinten aus. Die ist ja richtig schön, diesen Monat. Gefällt mir schon mal sehr gut. Mal reinschauen. Oh, ach schaut mal, das ist hier wie so ein Schloss. Die macht man so auf. Schön. Und das ist dann der erste Blick in die Box. Da haben wir wieder das Heftchen. Und ja, so mit goldener Schleife. Und so goldgelbem Papier, einmal die Broschüre und dann mache ich das mal auf. Ja, mein Atelier wieder kaputt. Klebt sehr gut, der Klebi. Oha. Ah ja. Das ist, glaube ich, das, was ich schon gesehen hatte. Und das, so sieht das dann da drin aus. Ja, dann schauen wir mal. Das ist Downford Peel von Grace and Stella. Das sind solche, ja, für die Füße solche Peel-Socken, ne? Kann ich ja mal schauen. Ein Heftchen. Das sind auch alles die Dinge drin, die auch drin sein könnten. Also nicht nur das, was wir wirklich in unserer Box haben, sondern was sonst auch noch drin sein könnte. Ah ja, hier sind die. Dr. Pitchpur Food Peeling Mask. Genau. Eine Fußpeeling Maske ist da drin. Und da ist das ja so, ich habe die selber auch noch nicht ausprobiert, aber das habe ich schon öfter gehört, dass mit dem Peel-Effekt, das fängt erst später an. Also würde ich jetzt im Sommer die auch nicht verwenden. Aber die sind ja haltbar. Ne? Haltbar. Wartet mal, irgendwo stand das doch, ne? Haltbarkeit. Hat er hier oben? Nee, auch nicht. Also die sind auf jeden Fall meistens ein paar Jahre haltbar. Ja, müsst ihr dann schauen, wenn ihr die Glossy Box habt. Auf jeden Fall würde ich es jetzt nicht machen, jetzt ist der Sommer schon. Und wenn ihr dann nachher das so abpellt und ihr wollt Sandalen tragen, das sieht ja dann doof aus. Ne? Das glaube ich geht ja auch bestimmt über ein, zwei Tage. Ich habe sie selber noch nicht ausprobiert. Ich bin noch am Überlegen, ob ich sie überhaupt ausprobiere, ob das was für mich ist. Ich finde das ja komisch. Ich kann mir das so ja, nicht so schön vorstellen. Okay, aber diese mögen viele gerne. Soll sehr effektiv sein, ne? Dass man schöne weiche Füße hinterher hat. Dann ist hier drin, das habe ich auch schon bei anderen gesehen, einmal 8x4 Deo. Fokussiert das jetzt gar nicht. Aber das ist 48 Stunden Protection, 0 Aluminium, 0% Aluminium. Finde ich sehr, sehr gut. Ja, sowas benutze ich manchmal. Ich habe ja mein Deo, das ich mir selber mache. Und aber hin und wieder mal, ne, mal schauen, wie das riecht. Ja, den Duft mag ich gerne. Das ist diese rosa, ne? Da gibt es nämlich ganz verschiedene von. Also es hätten mehrere drin sein können, habe ich gesehen. Genau, 6 Stück. Ne? 8x4 und das ohne Aluminium. Das ist schon mal sehr gut. Ne? Dann, was ist das denn? Und einmal das hier, das was Flüssiges sehe ich schon. Und ich brauche meine Brille, das ist schwer zu lesen. Aurica, Aura. Ich gucke ins Heftchen, das ist wirklich schwer zu lesen. Das ist so fast Farbton in Farbton.
Aurica. Danach muss ich suchen. Hier ist das schon. Das ist ein Body Mist. Ein Duft, der an eine laue Sommernacht in den Tropen erinnert. Blumig, putrig und super sexy. Versprüht dieses Alkohol sowie tierversuchsfreie und vegane Body Mist Sommervibes pur. Sprühe sie dir einfach auf die Haut und genieße die duftende Wolke an deinem Body, ja, der deinen Body zart umhüllt. Ne? Genau, ein Body Mist, ne? Mit einem schönen Duft. Ja, ich bin gerade am Überlegen, ob ich noch eine kleine Verlosung mache, weil eigentlich habe ich sowas, also dieses jetzt nicht, aber sowas Ähnliches habe ich schon. Und bei der Fußmaske freut sich vielleicht auch jemand anders viel mehr als ich darüber. Deshalb bin ich gerade am Überlegen, ob ich die verlose. Dann habe ich hier von Alverde eine Augencreme, das finde ich toll. Na, das ist eine Naturkosmetik, Bio-Wildrose, hört sich gut an, also da freue ich mich drüber, denn ich teste ja gerade von Lynia Naturkosmetik und da war keine Augencreme bei. Ich benutze dann Lynia auch für die Augen, das brennt nicht, aber jetzt hätte ich ja dann eine Augencreme extra, das ist toll. Da freue ich mich drüber. Zertifizierte Naturkosmetik für trockene Haut. Na? Genau. Eine Augencreme haben wir dabei. Preise werde ich wieder alle oben einblenden. Na? Und das ist natürlich auch toll. Von Bella Pierre Ultra Glow Highlighting Palette. Über sowas freue ich mich ja immer sehr, wenn da ein bisschen dekorative Kosmetik in den Boxen ist. Na? Und so schaut die aus. Ein Spiegel haben wir auch dabei. Ja, eine Highlighting-Palette. Ultra Glow. Highlighting und Bronzing. Genau, beides. Na? Das sind dann die Töne. Kann ich ja einmal so ein bisschen swatchen. Na? Hier. Oh, schön. Das sind die Highlighter. Ja, richtig schön, schimmert schön. Dann haben wir hier noch einen in Braun. Ein dunklerer Ton. Ja, sieht so golden aus denn, ne, auf der Haut. Und einen Bronzer. Ja. Das ist der Bronzer. Auch schön. Ja. Ein schöner Farbton. Wenn man jetzt ein bisschen mehr Farbe hat, sonst wäre es mir zu dunkel. Aber im Sommer kriegen wir ja alle ein bisschen mehr Farbe und dann passt das auch. Finde ich richtig süß. Auch die Verpackung hier, ne? Richtig süß. So kleiner Spiegel ist auch bei. Oder sowas freue ich mich ja immer sehr. Ja, dann habe ich hier das letzte. Ne? Das ist hier so eine kleine von Bruno Banani Woman Eau de Toilette. So eine kleine Probe, ja, das ist so ein Extra da drin, weil meistens sind ja 5 Produkte drin, die hatten wir jetzt auch, jetzt ist die Box leer und ja, genau, und aus der Box würde ich wahrscheinlich, denke ich mal, also mache ich, ne, nicht wahrscheinlich und denke ich mal, ich würde die hier verlosen, aber denkt dran, jetzt wenn ihr das im Sommer macht und die Wirkung stellt sich erst später eigentlich, dass ihr dann die Füße, dass die dann pellen, sowas ist toll, Herbst, Winter nachher zu machen und dass man dann zum Sommer hin schöne Füße hat, ne? Vielleicht so Ende Winter dann nochmal. Und dann, genau, das verlose ich auch von Bruno Banani, dieses Eau de Toilette und den Body Mist. Ne? Das ist nur eine Probe, aber der Body Mist ist bestimmt schön und vielleicht möchte jemand ja mal solche Peeling-Socken ausprobieren. Ne? Also diese Produkte möchte ich an euch verlosen. Einfach einen lieben Kommentar schreiben mit dem Hashtag Glossybox und dann gibt es eine kleine Mini-Verlosung aus der Glossybox. Ich hoffe, jemand hat Freude daran. Ne? Allen Teilnehmern wünsche ich natürlich viel Glück. Ja, und ansonsten, ne, habe ich hier 3 schöne Produkte. Besonders freue ich mich über die Alverde Augencreme und über die Bella Pierre kleine Palette hier. Ne? Den Body Mist finde ich auch toll, aber sowas habe ich ja auch schon einiges. Und ja, wenn ich dann jemand anders eine Freude machen kann, dann ist das doch auch was Schönes. Und ne, das verlose ich dann. Ja,
Das war die Glossy Box Juli. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an dem Video. Na? Und ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr schaut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.